Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde FM 17. So, letzter Teil der Vorbereitung steht heute hoffentlich schon an. Ich meine, es wird noch viel zu tun sein, aber ja, doch, sage ich jetzt einfach mal so. Wir möchten heute noch einen links außen und einen Zehner verpflichten. In der letzten Folge hatten wir nur den Innenverteidiger geschafft, war ein bisschen wenig. War ich nicht ganz so zufrieden damit, was wir geschafft haben oder eben halt nicht geschafft haben. Ja, Testspiel habe ich schon gemacht gegen Bützow, das haben wir 6-0 gewonnen, weiß nichts Großartiges. Ich habe meine neue Formation mal ein bisschen getestet und ich habe vor allem auch versucht, mal auf Standards zu gehen. Und das hat gut geklappt, ich glaube, wir hatten 3 Standard-Tore oder so, das war ganz in Ordnung. Aber es gefällt mir halt auch nicht, weil viele Ecken zum Beispiel, die kommen nicht ganz so gut, gerade... Nee, eigentlich von beiden Seiten. Ich weiß nicht, es ist nicht so schön. Also ich muss hier definitiv noch was ändern. Wir haben auch in der 4-2-1-Formation noch ein bisschen was anderes. Da haben wir mal auf dem kurzen Pfosten. Das sieht dann schon wieder ein bisschen besser aus. Aber Standards möchte ich dieses Jahr, dass wir das ein bisschen verbessern, weil da können wir viel rausholen. Letztes Jahr war es halt so, wir hatten meistens viele Schüsse und dadurch auch viele Standardsituationen. Aber wenn man aus denen halt nichts macht, ne, ist halt wie in echt. Manchmal hast du die Qualität, um das dann halt auszugleichen. So als Bayern sagen wir jetzt mal, nicht, dass ich mich jetzt mit Bayern vergleichen möchte, aber dann hast du halt Spieler, die das locker aus dem Spiel rausschaffen können, dann musst du nicht unbedingt Standards trainieren. Aber wenn du spielerisch halt nicht so überzeugen kannst, musst du halt die Standards auch nutzen, wenn du halt nicht so viele hast. Und das wollen wir halt ein bisschen versuchen, wenn wir halt noch weiter was reinbringen, was unserem Spiel gut tut. Womit wir gewinnen können, sieht es ja für uns eigentlich nur gut aus, ne? So, also links außen, ich habe mir ein paar Spiele angeschaut, habe aber gesehen, ganz zufällig, eigentlich nicht ganz zufällig, ich meine, ich habe ja gescoutet, dass Mats Köhler momentan auf der Leihliste ist. Der war letztes Jahr vom HSV an Eintracht Frankfurt ausgeliehen, hat 15 Einsätze gehabt, 2 Tore gemacht, 2 Vorlagen und sieht eigentlich schon von den Werten relativ gut aus, auch vom Scouting-Bericht sah er jetzt echt nicht schlecht aus. Und vielleicht kann man ihn allein plus einer schönen Kaufoption, würde jetzt das sein, was ich gerne mal anstreben möchte. Wir haben halt noch ein bisschen Budget, wir haben ein bisschen was zu bekommen durch Heymans, den Verkauf und durch die Verträge, die ausgelaufen sind. Also es sieht schon wieder deutlich besser aus und ich glaube 2 Spieler können wir mit 2 Millionen und 20.000 Gehaltsbudget mal locker holen. Und wenn wir jetzt Mats Köhler leihen, erstmal schauen, ob der HSV überhaupt möchte. Die würden wollen 5.500, wäre sehr viel, was wir dann monatlich zahlen müssten. Na, vielleicht kriegen wir dadurch eine schöne Kaufoption. 3,7 Millionen war, glaube ich, gerade das Billigste, was der HSV hätte haben möchten. Nehmen wir mal 3 Millionen. Und schauen mal, ob wir vielleicht auf 70% gehen können, wenn er spielt. Und vielleicht auch 80%, wenn er nicht spielt. Damit es halt wenigstens ein bisschen weniger ist. Aber wir kriegen dann halt einen sehr starken Linksaußen. Gut, da haben sie schon mal keinen Bock. Okay, dann gehen wir mal auf 4,5 Millionen bei der Kaufoption. Da würde ich dann halt lieber dann auch gerne das Gehalt sparen, als eine gute Kaufoption zu haben. Sind übrigens nicht der einzige Verein, der an Mats Göllert interessiert ist, logischerweise. Da haben sogar schon andere Angebote gemacht, wie Braunschweig, St. Pauli, Dresden, Sandhausen, 1860. Also mal schauen, was da noch so kommt. Und dann noch ein Zehner und ja, wird schwer. Ach ja, genau, sowas passiert sich gerade. Und zwar, wir werden heute einen neuen Scout holen mit Ivan Popovic. Der kommt dann gleich, glaube ich, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob er schon da ist, aber ich glaube nicht. Und unser Scouting-Bereich, den haben wir auf weltweit geschaufelt. Also wir können jetzt auch Spieler zum Beispiel in Australien scouten. Vorher war es ja nur Europa oder auch in Südamerika, aber... Es hilft uns nicht extrem viel, weil wir wollten ja unseren Scouting-Bereich eher sehr auf den Norden Europas ausbreiten und nicht irgendwie, keine Ahnung, in Brasilien oder so. Trotzdem ist schön zu haben. Kostet ja auch nicht wirklich viel mehr. Gut, ich habe mir aufgeschrieben, wir möchten den Vertrag mit Tommy verlängern, weil wir haben ihm das ja in der letzten Folge versprochen. Wo sind meine Versprechen? Nein, hier. Müssen wir unbedingt noch machen, sonst ist der auch wieder... sauer und das wird dann nicht so gut enden. Und wir sollen noch schauen, was bei den Abgängen abgegangen ist, die letztes Jahr gegangen sind, weil das habe ich noch nicht gemacht. Gut, also Erik Tommy. Okay, möchte nicht. Ja, das ist dann natürlich auch super. Kann ich auch nichts machen dann. Oh Gott, ey, der möchte halt so hardcore gehen wahrscheinlich. Wer ist denn letztes Jahr so gegangen?
Wer könnte denn interessant sein? Die sind momentan natürlich alle uninteressant, weil die gerade mal 2 Tage vereinslos sind. Was hat Vanvesh so gemacht? Der hat nur 9 Spiele bei Austria Lustenau gemacht. Gar nicht mal so gut gewesen, also. Da auch nicht wirklich gut gespielt, das wundert mich ein bisschen. Holthaus, 12 Spiele gemacht bei Brøndby. Hätte auch ein bisschen besser sein können, muss man sagen. Also 6,7 Durchschnittswertung ist da nicht wirklich besonders. 9 Startelf-Einsätze auch nur, also wirklich nicht so besonders. Jennecke hat bei Würzburg verlängert. War ja ein relativ, für ihn gesehen, solides Jahr. Also bei uns war er in der 3. Liga echt gut, ne? Mit 7-7. 2. Liga war es dann nicht mehr so gut und dann ist er halt nochmal ein bisschen schwächer geworden. Also ich bereue den Abgang von Jennecke wirklich überhaupt nicht. Jeff Dennis Fair hat keinen neuen Verein gefunden. Lukas Scherf spielt bei Elversberg. Hat 15 Spiele gemacht, ein Tor als Linksverteidiger. Andersen hatten wir gesehen. Benjamina bei Aalen. 32 Spiele gemacht, 12 Tore in der 3. Liga. Nicht schlecht, also ähnlich gute Ausbeute wie bei uns in der 3. Liga, wobei er noch halt sehr, sehr viele Vorlagen hatte. Ach, sonst Oliveira Souza. Oh, ja. Echt, der hat nur einen Jahresvertrag bekommen bei Schalke. 2-Jahresvertrag. Das ist hart. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Warum steht bei ihm vereinslos, wenn bei ihm die letzte Station 1920 bei Schalke ist? Anscheinend dann doch nur ein Jahresvertrag. Nun gut, ja. Sonst Opoff. Bei Leipzig 2 hat er halt gespielt. Ja, super, super Karriereleiter, ne? Richtig stark. Also ich bin mit Rakowski eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Opoff kann da gerne bleiben. So, Frederik Bay hat bei Aalen nicht ganz so viel gespielt. 9 Spiele nur gemacht. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ingo Steinfeld haben noch verkauft. Der hat aber auch kein Spiel gemacht, aber ist dann auch sehr, sehr jung, ne? Sonst irgendjemand Interessantes, den man vielleicht noch anschauen könnte? Timo seine Karriere beendet als Spieler mit 29. Schuhen, auch Karriere beendet, das stimmt, hatten wir ja gesehen. Zima, vereinslos, war noch mal kurz bei Pirmasens, aber ja. Ich glaube, da sieht man auch größtenteils einfach, dass die Abgänge fast alle richtig waren. Wenn die halt keinen Verein finden oder halt so schlecht sind, dass sie halt in der 4. Liga oder so spielen. Also da muss man sich, glaube ich, gar keine Vorwürfe machen bei den Abgängen. Patrick Blank bin ich jetzt mal gespannt, wo er hingeht. Ich denke mal, er wird dann auch noch wechseln auf Leihbasis. Frag nicht, wohin. Könnte sein, dass er ein Liga-Konkurrent wird. Mit Heidenheim. Ah gut, so, wir wollen nach 10er schauen. Machen wir mal. Müssen Platier ersetzen, der ja keinen Vertrag mehr bekommen hat bei uns. Gehen wir mal auf die Shortlist. Das sind die Zehner, die wir so hätten. Also Francisco Rodriguez wäre mein absoluter Wunsch, aber das würde höchstwahrscheinlich nichts werden. Von der Stärke her sind Arne Meyer und Johannes Wurz die Besten, dann Francisco Rodriguez und Ingo Kaiser schon mit seinen 18. Oh. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen Ingo Kaiser hole, ne? Der wird halt teuer werden, das ist klar, aber wenn ich mir den holen würde, die Stats sehen gut aus, da braucht man nicht lügen, der sieht echt interessant aus, das ist nicht schlecht, aber wenn ich mir den jetzt hole, behindere ich dann nicht so ein bisschen die Entwicklung von Lutz Groß? Aber andererseits wäre das so schlimm, weil wir wissen nicht, wie gut Lutz Groß wird und wenn wir dann 2 Talente haben, einer davon wird ja dann schon gut werden. Das andere ist halt auch wieder, die Erfahrung fehlt da natürlich, ne? Wenn ich dann einen 18-Jährigen habe und einen 16-Jährigen, wo ist dann die Erfahrung auf der 10? Ich meine, Weihrauch wird die Position auch ab und zu spielen, das ist das klar. Aber wären wir da nicht vielleicht ein bisschen besser dran, wenn wir einen Spieler nehmen, der so, sagen wir mal, 23 aufwärts ist? So 23 bis 28 wäre eigentlich mein Wunsch. Spektrum, wobei Arne Meyer natürlich auch schon wieder zu jung wäre. Wir können ja mal Johannes Wurz, der billig wäre, aber halt arsch viel Geld kosten würde, ich glaube auch nicht, dass das wird, mit Ingo Kaiser vergleichen. Ja, ich meine, das sind jetzt knapp 9 Jahre Unterschied, ne? Also es ist
jetzt kein großer Schockmoment, dass die Stats bei Johannes Woods so deutlich besser sind. Aber bei Technik ist zum Beispiel Ingo Kaiser schon besser. Auch bei der Ballannahme. Dribbling, gut, das müsste Ingo Kaiser auf jeden Fall verbessern. Passen auch, aber sonst ist Ingo Kaiser schon fast besser, ne? Ich möchte ihn halt echt schon gerne haben, muss ich sagen, ne? Die Frage ist, wer ist denn noch so interessiert? Da gibt es auch schon einige Vereine. Frankfurt. Sein Bericht sieht wie folgt aus. Muss konstanter werden, aber wenn ich so ein gutes Talent sehe, ne? Der jetzt halt mit 18 schon 3,5 Sterne hat. Und so gut werden kann. Und halt der beste Zehner wäre momentan bei uns im Verein, sehen wir hier rechts. Dann kann man das bestimmt mit dem Konstanzsein noch irgendwie ausgleichen. Indem man halt gut trainieren lässt. Die Frage ist dann halt auch schon wieder, wer soll ihn tutoren? Wenn es überhaupt noch gehen sollte, weil er wird ja höchstwahrscheinlich als Rotationsspieler mindestens kommen, wenn nicht sogar als Stammspieler. 1,6 bis 4,4 Millionen. Vertrag wäre perfekt. Aber die geschätzte Ablösesumme ist halt hart. Aber ich muss sagen, ich finde den Ingo Kaiser schon äußerst interessant. So, Arne Meyer, der wird schwer. Will nicht verkaufen, also Hertha. Was würden die denn leihen? Verleihen? Nein, soll Stammspieler sein bei denen. Wenn ich den mal vergleiche mit Francisco Rodriguez, den Ingo Kaiser. Flanken ist nicht so wichtig. Ja. Das Dribbling müssen wir bei Ingo Kaiser auf jeden Fall dann verbessern. Auch das Passen. Ja gut, er ist 18, ne? Das ist easy. Ja, Ingo Kaiser sieht sau stark aus. Wir müssen den holen. Lukas Höhler mal vergleichen. Hat leider nur eine ausgeglichene Persönlichkeit. Wo ist denn Kaiser Ingo hier? Ja, auch hier wieder das gleiche Bild eigentlich. Technik und Ballannahme ist deutlich besser bei Ingo Kaiser. Dafür Dribbling und Passen beim Gegenüber. Ja, wir werden Ingo Kaiser holen. Also wir werden es probieren auf jeden Fall. Ich möchte ihn sehr, sehr gerne haben, weil er saustark aussieht. Und meine Idee wäre dann, dass man vielleicht einen ablösefreien Zehner holt, der dann vielleicht ein bisschen Erfahrung noch reinbringen kann, denn er vielleicht auch nicht so teuer ist. Oder vielleicht ein Laien, der halt nicht so jung ist und nicht so teuer ist dann. Also wir haben gesehen, was waren es jetzt? 1,6 bis 4,4 oder so. Müssen wir ein schönes Angebot raushauen. 1 Million gibt es direkt. Ihr kriegt einen Rückkaufpreis, den müssen wir aber gleich erst machen. Ihr kriegt vom Erlös auf jeden Fall, nee, wobei, das hebe ich mir noch auf. Wir machen ein Freundschaftsspiel. Ihr kriegt erstmal nichts an Prozentsätzen. So. Dann nach Liga einsetzen, und zwar 50. Kriegt ihr 1,5 Millionen. Ich glaube, bis dahin ist der nächste schon wieder weg, weil uns der weggekauft wird. Dann nach Ligatoren, und zwar 50, bekommt ihr nochmal 1,5 Millionen. Dann nach Länderspieleinsätzen, ich glaube, der ist nur Deutscher, also gehe ich jetzt mal davon aus, kriegt er auch nochmal 1,5 Millionen. Bin jetzt schon 5,5 Millionen. Aber nach 20 Spielen bitte. Und wenn wir den DFB-Pokal gewinnen, dann kriegt ihr nochmal 150.000. Ich meine, das wären jetzt 5,8 Millionen. Wir würden aber einfach erstmal nur 1 Million zahlen. Aber ganz ehrlich, ist eigentlich ein gutes Angebot, oder? Ist natürlich für uns sehr gut. Fürth würde halt sehr spät erst Geld bekommen. Aber ist uns ja egal. So, was sagen Sie dazu? Okay, die möchten einen Rückkaufpreis haben. Den habe ich gerade gar nicht angepasst. Huh. Gut, dass Fürth das macht. Aber müssen sie ja machen. Ablösesumme gehen wir mal auf 1. 2 dann. Hier gehen wir auf 8 Millionen. Ich glaube nicht, dass Fürth sich das leisten kann. Demnächst 8,5 Millionen. Vor allem, er möchte dann bestimmt auch nicht zurück zu Fürth. Wenn wir den Titel in der zweiten Bundesliga gewinnen, kriegt ihr nochmal 100.000. Wobei, ich gehe hier runter auf 1 Million wieder und mache bei monatlichen Raten, und zwar über 24 Monate, 750.000 rein, dann wäre die aktuelle Belastung für das Transferbudget in dieser Saison 1,3 Millionen,
potenzieller Wert von 6,5 Millionen. Kann man noch eigentlich machen? Noch nicht ganz. Aber wir nähern uns schon sehr. Wir gehen auf 1,2 Millionen. Hier gehen wir wieder runter. Dieses Mal auf 700.000. Und nach Ligaeinsätzen machen wir 1,5. Dafür nach Ligatoren 2 Millionen. 7 Millionen, 1,5 jetzt, sofort. Was haltet ihr davon? Noch nicht ganz. Ach, ich möchte die 1 Million eigentlich schon sehr, sehr gerne behalten hier, aber wir müssen wohl auf 1,2 gehen. Dann gehen wir auf 750.000 und hier bleiben wir bei den 1,5 Millionen. Wir gehen auf 8,5 Millionen Rückkaufpreis und dann klatsche ich wirklich noch die 5% rein. Ah, das war's dann auch. Also 5% mehr nicht. Weil wir könnten es eigentlich. Ah, 5% ist schon echt wenig. Und vor allem ist es ja nur der Erlös. Ja, passt schon. Ah, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber wir sind schon sehr, sehr nah dran. Nee, nach Liga-Einsätzen ist mir wichtiger. Machen wir 1,7 und wieder 750.000 bei monatlichen Raten. Und 9 Millionen Rückkaufpreis. Da machen wir 1,8. Das wären jetzt 1,5 direkt. Übrigens, sorry, wenn ihr was im Hintergrund hört. Ich kann nichts dafür, wenn die Jungs 2 Stunden lang bohren. Dann machen sie 4 Stunden Pause und dann fangen sie wieder an. So, 9 Millionen. Machen wir 8, 7. Komm. Aber komm, das kann man auch jetzt mal annehmen. Ach, gut, dann machen wir 1,9. Aber ich glaube, das werden sie dann annehmen. Erstmal schauen, was gleich kommt. Ach, Mann, ey, die Jungs. Die Jungs da unten auch. Ja, ich glaube, ich muss gleich Pause machen, wenn es so weitergeht. Leihangebote, ja. Eher nicht. Ich habe natürlich auch viele gescoutet nebenbei. Innenverteidiger, oh, aktuelle Form ist schlecht. Nee, nee, lassen wir mal. Nee. Duziak, ui. Wäre natürlich perfekt für uns, weil er gleich zwei Positionen kann, aber wäre sehr teuer, ne? Also wir müssten mindestens, ich würde mal behaupten, 4,5 Millionen zahlen und das Gehalt ist auch noch heftig und dafür sind die Kontras dann zu überwiegend. Nee, nee, muss nicht sein. Sam Schreck, ein Zehner. Kein Interesse an Leier, ich dachte, da müssen wir auch gar nicht erstmal weiter gucken. Nazario de Freitas. Freitas? Okay. Mal ein bisschen mehr scouten, bitte. Ich habe den Bobby auch schon ewig lange nicht mehr gesehen. Kommt ja irgendwie nochmal, Mann, irgendwann. Felipe Pires, oh. Na gut, wir haben Melvin Kohl, das ist eigentlich das gleiche. On Regen von PSV Eindhoven. Links außen mit Potenzial. Mal scouten. Dessers, links außen, Stürmer. Ist schnell. Kann die Sprache. Wäre relativ billig. Aber links außen brauchen wir eigentlich erstmal nur zur Leihe. Also es. Nee. Eher nicht. Lorenzo Gonzalez. Mal scouten. Ich habe übrigens 4-3-3. Ich habe übrigens 4-3-3 gespielt gegen Bützow mit dem neuen System. Aber gut, glaube ich, gerade schon eben gesagt, glaube ich. Simon Söder. Wie hieß denn der Typ? Bobby, komm. Wo, irgendwo vielleicht hier. Liverpool, war das der hier? Ich glaube sogar ja. Der wird gerade beobachtet, das muss er gewesen sein. Der sah auch noch sehr interessant aus auf den ersten Blick. So als Talent, ne? 20 Jahre alt. Ich weiß nicht, kann er die Sprache? Ja. Wäre natürlich sehr gut. Das ist egoistisch. Würden den noch nicht verleihen wollen, was ein bisschen schade ist. Naja. Übrigens so U19 und Hansa 2 habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das wollte ich auch nochmal dann später machen. Ah, sie haben das Angebot von Frankfurt angenommen für Nicolas Kühn, den wir auch haben wollten, aber nicht so viel Geld raushauen wollten. Ja, schade.
Ja, nicht zu teuer. Milankovic, ja, Rechtsverteidiger brauchen wir nicht. Und unser Angebot für Francisco Rodriguez wurde abgelehnt, ja. Wundert jetzt nicht so wirklich, weil das war jetzt nicht das beste Angebot. Aber wir sind momentan die einzigen Interessenten. Schauen. Nein, das wollte ich nicht. Sorry. Ich wollte eigentlich Interesse bekunden. Vielleicht geht ja dann was. Wenn man mal sagt, ah, wir haben Bock. Weil das schon echt hardcore viel Geld ist, ne? Also ich weiß nicht. Also dann möchte ich eigentlich schon eher Ingo Kaiser haben. Mal schauen, was da Fürth sagt. Nicht so interessant. Borkovic, Innenverteidiger, ist jetzt auch nicht mehr so interessant. Aus der Quadro, Teuer leider, ne? Auf den Luciano Cornelis bin ich mal gespannt, was da so bei rauskommt. Ich meine, PSV hat ja starke Einrichtungen, also da könnte vielleicht ein interessanter für uns bei rauskommen. FIFA 2 wird der HSV wohl gleich im Testspiel spielen. Da werden wir aber höchstwahrscheinlich noch ohne. Wie, das ist alles, was wir haben wollen? Nur der Rückkaufpreis höher? Okay, wahrscheinlich ohne Neuzugänge wollte ich gerade sagen, aber vielleicht geht ja doch noch was. Aber muss ja jetzt wirklich alles fix gehen. Also 1,2 Millionen, das ist in Ordnung, passt. Monatliche Raten passt auch, ist natürlich nicht so schön. Also wir zahlen 1,9 Millionen für ihn dann. Nach Ligaeinsätzen 1,9 Millionen ist zwar auch heftig, aber wird schon klar gehen, weil ich glaube, er wird auch diese 50 Spiele nicht machen. Und wenn er 50 Spiele für uns macht, ich glaube, dann sind wir auch schon längst erste Liga und können uns das auch locker leisten. Länderspieleinsätze, Da hätte man vielleicht ein bisschen höher gehen können, ne? Da bei den Länderspieleinsätzen und dafür bei den Ligaeinsätzen ein bisschen runter. Ligatoren geht auch klar und Titel geht auch klar. Das können wir so machen. Ja, ich will jetzt auch nicht noch großartig was machen, bevor die das dann wieder ablehnen. Rückkaufpreis geht auch klar. Ich glaube nicht, dass 40 das leisten wird. Machen wir. Ach, übrigens, ne, letzte Folge habe ich doch gerätselt oder Rätselraten gemacht, was Müllwürfe. Ich kann schon nicht reden. Sorry, ist auch so früh, ne? Es ist halt 8 Uhr. Ich habe ja überlegt, was könnte Müll wohl für einen Marktwert haben. Ja, Pustekuchen, dachte ich mir, er hat einen Marktwert von 7 Millionen. Also ist ordentlich in die Höhe geschossen, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Einer der, ich nehme mal an, stärksten Zweitliga-Marktwerte aktuell in der Liga, aber gut, muss ja auch irgendwie erstmal was beweisen. Ne? Also wer ist denn abgestiegen? Union ist abgestiegen und Hertha ist abgestiegen. Die dürften noch heftige Marktwerte haben. Ja. Aber so ein Verein, der gleichwertig mit uns ist. Wir waren jetzt länger in der zweiten Liga, der aber letztes Jahr auch gut gespielt hat. Nürnberg eigentlich, ne? Ja, kann man mal sagen. Ja, da haben wir schon deutlich bessere Marktwerte. Und im Vergleich zu Ingolstadt, die ja abgestiegen sind noch. Oh, 15,5 Millionen. Pascal Groß, nicht schlecht. So, der Vertrag für Ingo Kaiser 2000 würde mal locker klar gehen. Da können wir. Ja, müssen wir natürlich aufs Maximum gehen. Anders geht's hier nicht mehr. Gehaltserhöhung kannst du dann vergessen, bestimmt mit dieser scheiß Klausel. Ach, ich hasse diese Klausel. Vor allem, wenn sie es halt locken. Beratergebühr, der möchte ganz schön viel haben, der Ekelhafte. So viel können wir gar nicht mehr machen. Wenn wir nicht auf Stieg machen, war 6,5 Millionen. Dann machen wir 7. Das passt. Die Torprämie können wir ein bisschen höher gehen. Auf 1000. Umsonst. Die Länderspiel kannst du auch. Hatte, glaube ich, keine zweite Nationalität. Und dann Jahreshelfprämie. In Höhe von 10.000. Ist ja sein erster großer Vertrag. Also das kann man eigentlich schon annehmen, vor allem weil wir ja beim Gehalt geblieben sind. Ich bin gespannt, was der Berater sagt. Ja, der Berater ist ein Hurensohn. Sorry, aber ist einfach so. Ich kann es nicht wegmachen, also ich kann es nicht mehr ändern. 600.000 kann ich mir auch nicht leisten.
Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich ein bisschen aufs Transferbudget mache. Nee, geht's auch nicht. Aber ich will auch keine 600.000 an den scheiß Wichser bezahlen. Wer ist denn das? Fabian Jung, warum bist du ein Wichser? Er mag mich sogar. Super. Wen haben wir denn von ihm? Gar keinen, aber wir haben bei Kühne angefragt und Ditgen. Ey, ist das ein ekelhafter, ne? Ist das ein ekelhafter? Kerker kann nicht mal scouten. Upphoff war mal bei uns. Von seinen Klienten. Auch Holthaus. Martin Steinmann wollten wir, der ist ablösefrei gerade. Ey, ist das ein ekelhafter, ne? Ja, kann ich nichts machen. Ich würde gerne, aber ich kann ja nichts machen, weil der Vorstand auch sagt nein. Aber ich hätte es auch nicht gemacht, muss ich sagen. Oh, ist das ekelhaft, ey. Ich hasse Berater. Die sind so eklig. Abschaum. HSV hat abgelehnt, das Angebot für Mats Köhlert. Ja, dann gehen wir auf 100, 100. Ich glaube, anders geht's nicht, wobei ich kann ja mal auf 90 hier probieren, aber hier müssen wir wohl auf 100 gehen. Und 4,5 Millionen. Ne, enttäuscht. Okay, dann machen wir 100, 100. Kerker, okay, ach, rechts ist das schade. Frank Bitzer Philipp, eher nicht. Matti Steinmann sah auch schon mal besser aus. Das ist unser neuer Scout, Ivan Popovic. Nicht die Region, die perfekt für uns wären, aber dafür gute Werte. Auch das Angebot für Francisco Rodriguez wurde erneut abgelehnt. Wir müssen jetzt auch ein bisschen warten mit Ingo Kaisen. Ich hoffe, der wird uns nicht weggekauft. Und ich hoffe inständig, dass Fürth jetzt nicht meint, ach, wir möchten auf einmal doch 5 Millionen mehr haben. Aber das machen sie normalerweise. Ja. Wie erwartet, die wollen jetzt nämlich mehr Geld haben. Ach, ich hasse es. Immer das Gleiche. Hey, 600.000, ne, für den Berater, das ist auch so billig. Martial zu Paris, Laporte zu Paris, Coutinho zu Monaco. Wie alt ist denn Coutinho mittlerweile? 27? Ja, noch so jung. Ja, viel älter vorne, aber war da auch sehr früh gestartet, ne? Ja, 2011 war sein erstes richtiges Profijahr, ne? War jung. Mit 19. Sobi zu Tottenham, Van Dijk zu Juventus. Vitorini, aha. Aha. Zu Liverpool gewechselt. Für 21 Millionen. Interessant. Ah, Katschunga kehrt in die Liga zurück. Nee, Quatsch, kehrt nicht zurück. Der war schon die ganze Zeit da. Ihr habt nichts gesagt. Ah. So, nichts Interessantes in seinem ersten Bericht. Das sind die ablösefreien Spieler, die wir in diesem Sichtungstag gesehen haben, aber da ist kein Interessanter dabei. Ich möchte Ingo Kaiser haben. Oh, aber dieser Scheißberater, ey. Der macht alles gerade kaputt. Terence Kongolo wechselt zu Schalke. 7 Millionen direkt kann auf 12,2 ansteigen. Werder möchte Dennis Niemeyer haben. 1,5 Millionen ist mir ein bisschen zu wenig. Ja, Tommy, tut mir leid, aber ne, wenn dein Berater sagt, er hat keinen Bock auf mich, dann kann ich dir auch kein Angebot machen. Das nervt mich, glaube ich, irgendwie am meisten am FM, dass sowas halt passiert. Die Spieler sind dann sauer auf einen, obwohl es halt die Berater sind. Und die Vereine halt hier sagen dann, oh, kein Bock mehr auf dich. Dann können wir es ja mal andersrum probieren, wenn sie es jetzt eh abgelehnt haben. Dann gehen wir hier auf 2 Millionen bei den Nachländerspieleinsätzen. Jetzt sag billig, Mann. Ey, jetzt wollen die halt nicht mehr. Bei Lutz Groß geht es auf 45 Minuten jetzt gleich im Testspiel gegen HSV. Da würde ich gerne, wenn die 4-4-2 spielen, auf 4-2-3-1 gehen. Da müssen wir schauen, wer ist denn fit? Also Weihrauch nicht. Das sollten wir nicht machen mit Weihrauch. Dennis Niemeyer kann ruhig mal spielen. Schröck, ja, wobei er nicht. Ich möchte ja auch gegen den HSV gewinnen. Platte wird dann spielen. Endlicher wird spielen. Lutz Groß wird halt die erste Halbzeit spielen. Kübler wird spielen, wird aber wird ein bisschen knapp bei ihm.
Bei Zwick auch, aber wir können ja viel wechseln, das ist ja nicht das Problem. Wie lange brauchen Mühl noch? 6 bis 11 Tage. Dann nehmen wir Broich als Sechser mit Kai Bülow hinten drin in der Innenverteidigung. McKinnon auf der 8. Und oh, links außen haben wir momentan keinen, der fit ist. Müssen da viel, viel durchrotieren wieder. Nesseler kommt dann auf die andere Innenverteidigerposition und links außen nehmen wir dann. Oder eigentlich können wir sogar Schröck nehmen. Nehmen wir Schröck. Auch wenn es nicht perfekt ist. Ja, momentan die Verletzten, die machen ein bisschen Sorgen. Gerade weil Melvin Kohl jetzt gerade auch sehr viel spielen würde. Aber naja, ist ja halt kaputt. Was sagt die Vorschau? Sagt es wirklich 4-4-2? Ja. Dann wollen wir mal. Ja, passt schon. Ich meine, ist jetzt auch nicht so schrecklich, wenn da halt mal so ein Lutz Kroos spielt oder so ein Schröck auf links. Geht ja halt darum, dass man auch ein bisschen Fitness generiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Vorbereitung in der zweiten Liga so, ja, kurz ist. Also ich hätte da gerne ein bisschen mehr. Wer ist Bräunig? Regen. Alter, schöne Haare. Ist ein Sechser, der nicht perfekt Innenverteidiger spielen kann. Ralf Herrmann auch ein Regen, also auch beim HSV ein bisschen Rotation. Aber auch nicht wirklich extrem viel. Na gut. Dann spielt einfach mal ein bisschen gut, ne? Ja, viel Glück. Dann schauen wir mal. Kriegen ja auch ein bisschen Geld, das ist erstmal die Hauptsache. Ja, das ist bei Ingo Kaiser ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich verstehe auch nicht, warum der Verein jetzt unbedingt mehr Geld haben möchte. Aber es ist leider öfters so. Ja, die Position links außen. Und 10, ja, da hätten wir vielleicht ein bisschen früher schon was machen sollen. So langsam läuft uns ja dann die Zeit weg, weil wir ja im Prinzip auch die Spieler noch trainieren müssen. Also wir müssen ja, die Jungs müssen ja Spielpraxis haben und sich im System integrieren können. So, wir werden ein bisschen wechseln. Seguin kommt rein für McKinnon. Und Salahi kommt rein für Zwick. Serdar kommt, wobei bräuchte er noch. Lutz Kroos muss aber raus. Da bringen wir mal Tommy rein, wobei der auch nicht mehr so fit ist. Fulwagen kommt rein für Kübler. Weihrauch 69, ja. Wobei Steinfeld kommt mal rein für Kübler auf der rechten Seite aufgrund der Matchpraxis, die er noch nicht hat. Büttner für Nesseler. Und dann bringen wir doch Weihrauch für Lutz Kroos. Ich glaube, ich habe jetzt gar keine Ansprache gemacht. Das war auch nicht so schlimm. Und im Prinzip können wir dann immer noch wechseln, falls einer jetzt unfit ist. Aber bisher ist ja echt nichts passiert in diesem Testspiel. Broich wäre dann der nächste, der ausgewechselt wird. Für Serdar höchstwahrscheinlich. Hauptsache, es verletzt sich keiner. So, Mann, Standard. Salahi bringt den Ball sehr gut rein. Weihrauch in die Mitte und Platte macht das Tor. Sehr schön. Sehr, sehr schön gespielt. Haben übrigens für die Testspiele, die ersten drei, immer Standardsituationen ausführen im Matchtraining. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich für die ersten drei ist. Aber auf jeden Fall zwei von den dreien. Mindestens. Aber schön gemacht. Hat geklappt. Schöner langer Ball halt rein. Hat sich Weihrauch auch super gelöst. Und dann halt rein das Ding. So, 20 Minuten noch. Mal schauen, was jetzt passiert. HSV stellt auf Dreierkette um. Spielen 3-4-3 mit drei Stürmern. Felix Platte könnte in die Mitte spielen. Seguin, ja. Da ist endlich ja, der ziemlich weit vorne war.
Was in diesem Fall aber gut war. Jetzt natürlich nicht gut, weil er den Ball einfach blind verloren hat. Schön antizipiert von Büttner und ganz schlecht verteidigt vom HSV. Endlich ja macht das 2:0. So, darf dann auch gleich raus. Hat er sich verdient. Dann kommt Fulwage rein auf der endlicher Position. Und Serda kommt rein für Broich. Und Streuengel kommt rein für Platte. Was soll es dann sein mit den Wechseln eigentlich? Ah, schön gemacht. Wer war denn das? Büttner hinten? Ich glaube schon. Yep. Ja, das war verteidigt dann halt sehr schlecht. Aber halt auch mit der Dreierkette, ne? Also ist nochmal ein extra Punkt, warum es so schlecht verteidigt war. Weil dann von diesen dreien halt wirklich nur noch einer in der Nähe war vom Ball. Ah, sehr schön. Wenn wir jetzt auch zu Null spielen, bin ich sehr zufrieden mit diesem Testspiel. Eine Szene werden wir noch haben. Das ist Lasogga und Gianluca Waldschmidt. Ekdal, oh, Marx, starker Pass. Und Lasogga, oh, vorbei. Aber ich glaube, Niemeyer hätte da auch noch eine Hand ranbekommen. Mindestens. So, Schröck geht auch noch raus. McKinnon ist auch nicht mehr so ganz fit. Da, ja, ist ja nicht so schlimm, ne, wenn... ich schaue hier um. Mensch. Salahi vielleicht. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich, das sollten die schon passen. Schaffen. Nicht passen. So, 2 Minuten oben drauf. Wechseln mal einen Keeper aus, ne? Eine Szene werden wir noch haben. Anderthalb haben wir noch. Streuengel, ja, kriegt den Ball nicht. Gegen Gideon Jung. Schön gemacht von Seguin. Hat den Ball super antizipiert und sofort weitergeleitet auf Weihrauch. So, Salahi mit seinen pinken Schuhen. Auf Tommy, der auch gerade erst reingekommen ist, vor 15 Minuten oder so. So, Seguin, schön gespielt auf Weihrauch. Jetzt nochmal nach oben, Streuengel. Ja, schade. Ja, doch, sehr gut. Und Wohlwage zum 3:0. Also, ich würde mal behaupten, das ist ein starker Test von uns gewesen. Natürlich, HSV startet später, ne? 2 Wochen später starten die. Aber ist schon mal ein kleines Ausrufezeichen. So, haben wir gewechselt? Eigentlich müsste Rakowski reingekommen sein. Ja. Alles Testspiel wird jetzt auch vorbei sein. Also Rakowski hat dann 10 Sekunden Einsatzzeit bekommen. Gibt es vielleicht sogar nochmal eine Chance mit Wohlwage? Könnt ihr den Ball reinflanken? Ah, kommt nicht durch. Schade. Aber ich bin sehr zufrieden. Also wir haben hinten fast nicht zugelassen. Die Statistiken sehen sehr gut aus. Bis auf die Schüsse für den HSV. Da hätte es ein bisschen weniger geben können. Das soll jetzt vielleicht immer mit einer Chance. Nee, Serdar macht das stark. Gut, ich bin sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden sogar. Also, so kann es gerne auch in der Liga laufen, gegen jeden Gegner. Ja gut, historischer 3:0-Sieg in einem Testspiel ist jetzt ein bisschen hart, ne? Also muss jetzt auch nicht sein. Konstanz ist zu schlecht. Michael Gehl, ja, nee, auch nicht. Ach, Ingo Kaiser, bitte komm einfach. Nordsjælland ist unser nächster Testspielgegner. Den nehmen wir noch mit und ich glaube, den Rest mache ich dann offscreen, weil dann nichts mehr passieren wird. Aber jetzt brauchen wir halt unbedingt noch einen Zehner und einen Linksaußen. 8 Millionen möchte der HSV eine Kaufoption haben. Machen wir mal 6. Ja, 6 ist auch noch echt heftig. Machen wir 5. Sieht gut. Passt. Sehr schön. Platzwart nehmen wir wieder Maximum, so wie immer. Teams unter Lupe haben wir momentan Dresden, die momentan nur einen Abgang haben, also nicht wirklich interessant. Der Seguin ist aber ein Wichser, ne? Das ist schon das zweite Mal, glaube ich, dass er das macht. Kurz nachdem er kam, glaube ich, letztes Jahr.
Ach, Ingo Kaiser, Fürth, komm, nimmt die Scheiße einfach an. So, Angebot wurde akzeptiert für Mats Köhlert und das Angebot für Kaiser wurde leider abgelehnt. Machen wir 1,5 und das müssen sie jetzt aber annehmen. Ey, ihr seid doch so ekelhafte. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Aber höher darf ich jetzt echt nicht mehr gehen. Ich werde mal Interesse bekunden. Vielleicht wirkt das ja was. Darmstadt möchte Wohlwage haben. Sicher verkaufen wir unser größtes Verteidigertalent für 88.000. Was für Angebote da immer reinkommen, ey. Das kannst du halt keinem erzählen, was da für Schwachsinn kommt. So wie Jan Kaiser, mal schauen. Vielleicht ringt er sich ein bisschen durch, da bei seinem Verein Hektik zu machen. Ja, die Spiele sehen alle jetzt nicht so extrem interessant aus. Wir haben einen von RB Salzburg, aber bei ihm ist die Konstanz auch nicht so gut. Wäre aber sehr interessiert an der Leihe, mal schauen im Gegensatz. Oh, Schlüsselbein. Okay, 4 bis 8 Tage. Wie lange ist er denn damit dann ausgefallen? 5 Wochen, okay. Mal im Vergleich zu Mats Köhlert, den ich anscheinend gerade gar nicht sehe, weil ich blind bin. Oder der auch einfach gar nicht da ist. Mats Köhlert. So, und im Vergleich mit ihm. Ja. Gut, sind 3 Jahre Unterschied, ne? 2 Jahre sind's. Wäre Inside Forward. Hier. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Mats Köhlert kommt. Ansonsten wäre Norman Bohlen auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ah, Scheiße, ey. Drecksfürth, ey. Gib mir doch einfach den Ingo Kaiser. Ihr wolltet doch schon. Stoppelkamp wechselt vom KSC zur Union. 180.000. Schalke holt sich ein Hertha-Talent für 1,6 Millionen potenziell. 600.000 gibt's jetzt direkt. Weißt du, die müssen dann nicht so viel zahlen für ein Talent, ne? Aber wir müssen halt richtig hardcore. So, sie beschreiben, was kommt auf Probebasis zu uns für 4 Wochen. Dann haben wir wenigstens einen Zehner, den wir mal einsetzen können und testen können. Vielleicht kommt der andere ja auch noch. Ja, machen wir schon. Anna, keine Angst. Ich möchte jetzt einfach eine schöne Nachricht haben von wegen. Das Problem ist, selbst wenn Fürth das annimmt, ne, dann gibt es wahrscheinlich wieder die Meldung, ach, der Berater, ich habe keinen Bock mehr auf dich, vielleicht erst in 5 Wochen, aber dann nochmal schau denn. Das ist. Ich brauche einen Zehner, Jungs. Gib mir doch einen Zehner und der sieht so gut aus halt. Was gibt's Neues? Ja, schreibe es. Kaiser wurde abgelehnt. Okay, dann leck mich am Arsch. Ganz ehrlich. Gehen wir auf 1 Million runter und machen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Spürst du mal Austausch? Haben wir da vielleicht einen interessanten? Nee, ist keiner auf der Liste gerade. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Also ich glaube, wir müssen uns wirklich einen neuen Zehner holen. Also einen anderen dann. Julian Riedmann, den hatten wir anscheinend auf der Shortlist, deswegen bekommen wir die Nachricht. Schon gäbe es noch einen anderen Zehner, den wir jetzt zum Beispiel nicht hatten. Duziak, ja, aber da, den können wir uns nicht leisten. Das ist wirklich dann zu teuer. Sam Schreck. Wäre interessant auf den ersten Blick. Entscheidungen muss er halt verbessern. Aber per Laie wird's wohl nichts, oder? Oh, 10.000. Können wir uns nicht leisten, diese 10.000. Das ist wirklich nicht drin. Also ich könnte euch 5.000 bieten und dann 10.000.
Nee, die möchten halt wirklich 10.000, 10.000 haben. Nee, das ist unmöglich. Also ich kann mir keinen Leihspieler holen, der dann wirklich mehr kostet als mein Kader. Nedelev, 26 Jahre alt. Relativ loyal, ist nicht die beste Persönlichkeit, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Mal vergleichen mit Ingo Kaiser natürlich, wenn er hier irgendwo ist. Aber das ist er nicht. Ich glaube, er war ganz oben gerade. Ingo Kaiser, hier ist er. So, Ingo Kaiser. Das könnte interessant sein. Nedelev könnte eventuell unser neuer Zehner werden. Das ist nicht so schlimm, wenn das. Bei Dribbling ist er deutlich besser. Passen ist er deutlich besser. Technik ist nur eins, ist nicht schlimm. Flair besser, ohne Ball besser. Teamwork könnte besser sein. Ja, Nedelev sieht gut aus. Der sieht gut aus. Würde ich gerne haben. Ist auf der Transferliste und interessiert es erstmal nur Bochum. Auf die Shortlist packen. Der Rest ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht so geil. Aber ich möchte halt Ingo Kaiser haben immer noch. Also, wenn es geht, dann am besten beide. Aber wird schwer. So, Hubert Adamczyk haben wir noch. Aber ich möchte schon einen haben, der jetzt wirklich gut ist am Anfang. Johannes Wurz wird es nicht. Der ist zu teuer. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Daniel Halffter ist mir ein bisschen zu alt. Fabian Benko hatten wir schon mal. Der war nicht gut. Also, wir hatten den schon mal gescoutet. Einen anderen hatten wir von Bayern. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, es war ein Serbe. Nee, ein Kroate war es, glaube ich. Oder ein Serbe. Ich habe keine Ahnung. Bietigi hat momentan keinen Vertrag. Der bei City war, aber er möchte wahrscheinlich viel Geld haben. Aha. Oh, Determination ist sehr schlecht. Bei 24, nee, nee, nee. Dann lassen wir das sehen. Und Code haben wir gesehen, ist nicht ganz so geil. Ja, ich möchte den Bulgaren haben und den Kaiser. Und Mats Köllert halt. Dann bin ich zufrieden, wenn ich die drei bekomme. Aber bei Nedelöff möchte ich jetzt erstmal kurz noch warten, was der erste Scouting-Bericht sagt und dann können wir mal anfangen. Den wir gleich hoffentlich bekommen werden. Ja, ich hätte früher anfangen sollen mit Zehner und mit Linksaußen. Ich hätte mich dann jetzt nicht drauf verlassen sollen, dass wir einen per Laie finden. Weil ich habe ja damit versucht. Wir haben einen Robin Hack, was? Habe ich das in der letzten Folge gemacht? Also diese Folge war es nicht, ne? 0-0. Okay. Dreikurve. Das habe ich komplett vergessen. Ohne Witz, das habe ich komplett vergessen. Aber gut, können wir erstmal machen. Dann haben wir ja schon mal mindestens einen. Also ich hatte das wirklich ohne Witz komplett vergessen. Bis 20 übrigens. Ich hatte das ja wirklich komplett vergessen. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich, ne? Aber sieht doch gut aus. Gut gemacht. Ah, Mats Könert, komm bitte. Und dann hoffe ich nicht auch gleich der erste Scouting-Bericht für Nedelev. Tim Dewald geht auf Leihbasis zum VfL Osnabrück. Sehr schön. Leider geht Köhlert natürlich zu Braunschweig. Nedelev, ja. Ist nicht wirklich professionell und seine Athletik lässt ein bisschen zu wünschen übrig anscheinend. Aber es geht eigentlich. Ja, das geht eigentlich. Live geht. Oh, wollen die viel Geld haben? Wie wär's denn mit ein bisschen weniger als 675.000? Wie wär's denn mit 400.000? Wie wär's denn mit 500.000? Wie wär's denn mit 600.000? Wie wär's denn mit 675.000? Och, ey, fuck my life. So, einer vielleicht auf der Leihliste. Akün haben wir gesehen, die wollen Arsch viel Geld haben. Und der geht ja eh. Das wird also nix. Zeit läuft mir jetzt wirklich langsam davon, ne? Jakov.
Jakovlevs vielleicht mal vergleichen mit Erik Tommy. Als nach innen ziehender Angreifer natürlich. Ja, das könnte. Er ist halt 21. Ah, so schlecht ist es nicht. Lettland. Ich würde ja auch gerne den Dibbern haben. Wollt ihr den nicht einfach leihen? Guck mal, wenn wir jetzt hier 100% machen bei beiden. Mit 4,5 Millionen. Machen wir 5 Millionen. Dann nehmen wir die komplett raus. Ich glaube, wir können uns den eh nicht leisten. Aber er wäre halt eine direkte Verstärkung für unser Team. Vielleicht nehmen sie es ja an. So, Nedelöf haben wir jetzt gemacht. Ingo Kaiser müssen wir noch warten. Was würde denn Chiasso gerne haben? 200 bis 500. Ah, ist so viele Kontras bei Jakovlevs. Das ist so, so hart. Das kann mir alles nicht gefallen. Milan Bars haben wir gesehen von United. Muss konstanter werden, aber vielleicht kann man ihn gerade deswegen leihen. Nein, kann man nicht. Wo ist denn der Bobby hin? Ah ne, haben wir auch gesehen, der ist nicht so geil gewesen. Der Pole hier sah doch noch sehr interessant aus, ne? War jetzt bei Magdeburg mal. Benfica, okay. Ausgeglichen. Muss aber auch konstanter werden, sonst egoistisch. Eklig. Das ist doch alles scheiße. Zlatko Trippic, Fürth, oder? Ja. Sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus, ist sehr ehrgeizig. Ist natürlich klar, dass er dann halt kein großes Entwicklungspotenzial mehr hat, aber wäre vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen was Erfahrenes hat und dann halt vielleicht einen weiteren noch tutoren kann. Zeig mal her mit Tommy im Vergleich. Da sieht Tommy natürlich wieder deutlich besser aus. Aber wir haben auch einen guten halt. Passen müssen. Ja, passen ist echt nicht gut. Nervenstärke ist auch nicht gut. Wer jetzt. Nee, so geil ist der auch nicht. Aber wäre halt höchstwahrscheinlich ein bisschen billiger. Könnt ihr mal Probetraining anbieten. Vielleicht wissen wir auch dann, wie viel Geld er wohl haben möchte. Aber ich glaube, er hatte gerade Konstanz drin. Also ist ja manchmal etwas. Wäre aber nicht gut, wenn es in Konstanz scheiße ist. Naumann Polen hatten wir gerade noch gesehen von Salzburg, der noch interessant aussah. Soll Stammspieler sein. Es ist zu viel, es ist zu viel. Ach, ich krieg keinen Zehner, ich krieg keinen Linksaußen. Das ist mir gerade unmöglich irgendwie. So, die Rolle können wir denen nicht anbieten, aber ich sage einfach mal ja. Bochum hat auch ein Angebot gemacht. Die haben es ein bisschen anders gemacht. Die haben 500 direkt und das kann steigen auf 725.000. Tim Dewald ist halt weg zu Osnabrück. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Was willst du so viel Geld haben? Topverdienerklausel auch noch. Nee. Geh zu Bochum. Tschüss. Ich werde keinen Zehner mehr finden auf diesem Planeten, ne? Weil ich halt auch geizig sein muss. Kann ich irgendwoher so ein toller Zehner kommen, den man sich vielleicht. Ich will doch einfach nur den Ingo Kaiser haben. Mann. Ein Linksausmauer auch noch. Ach, Mann, ey. Aus Skandinavien vielleicht noch. Nur Zlatko Trippic, der höchstwahrscheinlich auch zu viel Geld haben möchte wieder. Lenz, sehr gut. Da müsst ihr nicht drüber nachdenken. Der wird deutlich zu teuer sein.
Sehr ehrgeizig, das ist schon mal gut. Kein Interesse, ne? Super. Und Spieleintelligenz hat er auch nicht. 6 bis 12 ist mir auch zu viel, muss ich sagen. Für einen Spieler, der dann halt keine Spieleintelligenz hat, was bei uns halt schon relativ wichtig ist. Alles, das hat man schon gesehen, das war eher Stürmer. Mattia Botani. Ein Schweizer. Wäre gerade noch so im Rahmen vom Geld her, ist aber nicht professionell und physisch soll er nicht gut dabei sein. Ja gut, Kraft ist jetzt nicht so schlimm. Sprunghöhe ist ganz schön scheiße. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen verbessern. 28 ist er, ist ausgeglichen nicht perfekt, also Determination ist auch nicht gut. Nee, 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 das ist gar nicht mal platt hier zurückholen, auch wenn es jetzt eine andere Position war. War der, ist es der? Ja, der hat immer so geile Non-Rare-Karten bei FIFA. Und möchte Liverpool vielleicht Bobby ausleihen? Und wenn man 100% Gehalt macht? Vielleicht? Please? Oder bei dem Luciano, ne? Vielleicht möchte Eindhoven den ausleihen? Auch nicht. Vielleicht, wenn man 100% macht. Guck mal, der verdient jetzt hier nicht so viel, ne? Kann man ja vielleicht mal ein bisschen draufpacken. Und zwar 3000. Jeweils, dass wir 3000 halt im Monat zahlen plus halt das Gehalt. Und dann haben wir vielleicht auch eine schöne Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen. Vielleicht nehmen sie das dann an und dann haben wir vielleicht einen Linksaußen. Please. Also mittlerweile darf ich auch gar nicht mehr wählerisch sein oder so, weil sonst wird das wirklich überhaupt nichts mehr. Sam Schreck war zu teuer, Duziak zu teuer. Die Defretis dürfte auch so teuer sein, oder ist der auf der Leihliste? Er ist auf der Leihliste. Ah, sieht nicht perfekt aus, oder? Wobei relativ entschlossen ist ja auch noch jung. Haben wir wieder einen Ingo Kaiser hier, nicht? Anscheinend nicht, oder ich bin schon wieder blind. Wer ist denn interessiert momentan? Die Grafschaft, okay. Kann man aber mithalten. Kein. Wie wäre es denn dann mal mit einer optionalen Kaufoption in Höhe von, oh, 1,5 Millionen? Please? Ja, das ist noch nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wie wäre es denn mit 2,3 Millionen? Ja, wie wäre es denn mit 2,6 Millionen? Ich glaube, wir könnten vielleicht einen Zehner bekommen. Ja, da müssen wir ihn aber ordentlich trainieren. Weil er auch nicht halt der perfekte Zehner ist, ne? Also er ist RZM, aber ich glaube, auf der 10 ist das schon ein bisschen besser von den Werten her. So. Ich möchte Ingo Kaiser übrigens trotzdem immer noch haben. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es jetzt erfreuliche Nachrichten. Irgendwie sowas. Wurde akzeptiert. Aber das von Willem II auch. St. Pauli möchte Zombie haben. Das ist natürlich Schwachsinn, das Angebot. Werder Bremen, Dennis Niemeyer. 1,8 Millionen. Aber zum Glück nicht verhandelbar, sonst würde ich halt in Versuchung kommen. Heidenheim möchte Patrick Blank haben. Sechelmann, ja, ein bisschen spät. Ja, das müssen wir jetzt eigentlich nicht machen. Warum ist Bittner nicht verfügbar? Es ist ja zu jung. Die müssen ja. Müssen. Warte mal. Nee, die müssen 17 sein, ne? Am 1.1. Scheiße. Na ja gut, der war ja eh jetzt nicht eingeplant, stimmt. Die haben nichts gesagt. Ach, machen wir automatische Auswahl. Müssen wir jetzt nicht machen. Ach, Lutz Groß ist auch noch zu jung. Ja, dann brauchen wir unbedingt noch mehr Zehner. Leg mich am Arsch. Oh. Ich dachte, Lutz Groß würde dann 17 sein, aber anscheinend ja nicht. Ach, Scheiße. Ja gut, dann brauche ich doch noch 2 Zehner auf jeden Fall. Ingo Kaiser, komm bitte zu mir. So, Höhler wird auch noch Probetraining bei uns machen.
Vielleicht, wenn wir es so rumprobieren, mit einer Leihe, dann machen wir mal 2,5 Millionen Kaufoptionen und auch hier werden wir dann halt mal ein bisschen Geld drauflegen. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass das was bringen wird. Aber ich möchte Ingo Kaiser wirklich unbedingt haben. Das ist momentan mein absoluter Wunschspieler. Dresden möchte Weihrauch haben, 800.000 ist natürlich Schwachsinn. Fortuna Köln möchte Kohlein, ist auch nix für uns. Weihrauch, was willst du da? Kai, bitte. Okay, ich habe anscheinend zu schnell gedrückt, was? Ah, oh. Oh, okay. Dann. Ich. Ich hab Bock, den abzusetzen als Kapitän, ne? So, Weihrauch, was willst du denn hier haben? Ich möchte mehr Geld haben. Ja, 7, 5, Feuer, puh, ja. Okay, es geht eigentlich. Aber vielleicht können wir da ein bisschen, können wir vielleicht ein bisschen weniger? Bisschen weniger vielleicht, bitte. 7 würde ich halt geben. Bitte. Ja gut, dann machen wir das. Das Angebot für Bobby wurde abgelehnt. Auch für Cornelius wurde abgelehnt. Ach, gut, die wollen ganz schön viel für Bobby haben. Das können wir uns nicht leisten. Cornelis, ja. Ist auch so viel und so stark sah er bisher von den Werten nicht aus. Okay, anscheinend müssen wir bei Weihrauch so manuell machen mit der Vertragsverlängerung. Aber was sollte er haben? 7-2, ne? Nee, nee. Ich finde es aber schön, wie die dann halt trotzdem zustimmen. Okay, 7,25. Guck mal, dann gehen wir hier auf 100, 100. Da kriegst du ja bestimmt schon mal richtig Bock drauf. Bei Abstieg darfst du so gehen. Was hat er momentan so drin? Mhm. 45% mehr. Freigabeklausel hier gerne weg. Wenn du Tor machst, dann kriegst du 1,5. Dafür geht Einsatzprämie auf 1 runter. 400 Ersatzspielerprämie, Jahreselfprämie kriegst du 10.000. Länderspiel kriegst du, ja, 3.000. Und Nichtaufstieg, ja, will ich eigentlich nicht. Ich will nicht so viele haben. Sagst du, ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt gleich nach oben geht und ich kann dann halt nicht weiter nach unten gehen, ne? Und dann ist halt auch sauer auf mich. Aber das ist eigentlich schon ein guter Vertrag. Ja, ich sage auch, nimm mal an. Ah, fuck. Scheiße, ich wollte halt diese Folge unbedingt einen Linksaußen und einen Zehner verpflichten. Also langsam läuft mir die Zeit davon. So, wir spielen gegen Nordsjælland. Was spielen die denn ungefähr? 4-2-1, gut, dann möchte ich mal wieder 4-3-3 testen. Was wird unser K.O. aufstellen? Höhler, nee, das denke ich. Ach, wenn wir gerade E-Zehner haben, dann müssen wir 4-2-1 spielen. Wollen die ja testen. Dann wird Schreibers da auf der 10 spielen. Um ihn dort zu testen. Strohengel wäre fit. Tommy fit. Bülow möchte ich mal draußen haben. Dann kommt dann Büttner rein. Wir müssen tauschen. Nessler sehe ich auf der rechten Innenverteidigerposition weiterhin. Mühl ist angeschlagen irgendwo immer noch. Ach, hier ist er. Also ist mir ein bisschen zu heftig. Robin Hack haben wir jetzt geliehen. Immer ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich das halt so verpennt habe. Kann man erstmal so machen. McKinnon möchte ich dann noch gerne weghaben auf der Position. Gut.
Schauen wir mal, wie es so läuft gegen Nordirland. Ja, es ist scheiße. Ist richtig, richtig scheiße gerade. So, pusht euch, macht ein gutes Spiel bitte. Das wäre halt auch alles gar nicht so schlimm, hätte Fürth halt, beziehungsweise hätte der Berater halt da von Ingo Kaiser nicht gesagt, kein Bock auf dich, Arschloch. Das war ja nämlich nicht so nice. Da hätten wir halt nur noch das Problem mit dem Linksverteidiger. Linksaußen, sorry. Linksverteidiger haben wir genug. Mann, das nervt mich. Aber ich überlege auch gerade die ganze Zeit, was man noch so machen kann. Ich meine, wenn wir uns jetzt noch einen Zehner leihen sollten, eventuell, dann hätten wir das Geld für einen Linksaußen, aber wäre Cornelius das zum Beispiel Werter von PSW? Schwer zu sagen. Von den Werten her ist Ingo Kaiser halt schon überragend. Also den muss ich kaufen. Den muss ich kaufen und egal was ist, wir werden diesen Transfer definitiv positiv gestalten. Also entweder er spielt bei uns richtig gut oder er spielt halt nicht so gut und wir haben dann halt immer noch ein Plus. Realistisch ist eigentlich, dass er solide spielt und wir ihn dann halt mit Plus verkaufen. Tommys Flanke auf Streue kommt nicht durch. Und Seguin! Sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. 1-0. Also momentan haben wir auf links Tommy und Kohl. Und auf der 10 haben wir dann momentan halt nur den Robin Hack. Wird sich natürlich auch zeigen müssen jetzt, wie sich jetzt hier der Schreibers zeigt. Momentan ist es nicht gut, 6,5. Ich habe ihn noch nicht einmal gesehen, aber gut. Das gilt für die komplette Mannschaft gefühlt. So, wir werden mal auswechseln. Werden Lukas Höhler reinbringen. Irgendjemand unfit. Seguin könnte vielleicht mal raus. Bringen wir mal Johann Berger rein. Ich hätte auch McKinnon reinbringen können, aber ich möchte ihm kurz eine Pause geben. Scheiße, scheiße, scheiße. Wäre halt auch Mats Köhlert gekommen, ne? Auch alles kein Problem dann. Also ist halt nochmal kein Wunschkonzert. So, 6 Minuten haben wir noch. Vielleicht geht hier noch was über Tommy. Ich meine, wir müssen auch realistisch sein. Im Idealfall spielt Tommy eine starke Saison und der andere Linksaußen wird dann halt kaum spielen. Also es muss jetzt nicht unbedingt so ein krasser Transfer sein. Oh, Strohingel, schade. Ah, der Zehner, der muss halt super sein. Deshalb ist da auch mein Hauptaugenmerk erstmal drauf. Vor allem links können wir halt immer noch nachrüsten, weil wir haben die Position auch erstmal doppelt besetzt. Ist zwar dann ein bisschen mager, weil Kohl ja auch auf rechts eingeplant ist. Und auf rechts ist ja Weihrauch zum Beispiel auch in der Mitte eingeplant. Das heißt, wenn es blöd läuft und Tommy sich verletzt, haben wir dann auf den Außenpositionen, links Kohl, in der Mitte Weihrauch und rechts Endlicher. Und dann sind halt alle schon besetzt. Also da ist dann halt keine gute Quantität vorhanden. Wobei wir jetzt halt Robin Hack haben, zumindest ist ja auch schon mal was. Schlecht gemacht von Höhler. Sehr schlecht gemacht, weil jetzt der Konter zum Glück nicht zum 1-1 führt. Rakowski stark gemacht gegen Asante. Aber auch hier sieht es schon wieder relativ gut aus von den Spielstatistiken her. Guter Ballbesitz, gute Passgenauigkeit, gute Schüsse. Vielleicht ein bisschen viel auf unser Tor zugelassen, erneut. Aber sonst bin ich auch hier wieder zufrieden eigentlich mit diesem Testspiel, wobei es halt gegen den HSV offensiv ein bisschen besser lief. Momentan plane ich auch so ein bisschen eigentlich noch mit Weihrauch als Zehner. Wo ich es halt trotzdem natürlich gerne ändern möchte, indem ich halt Ingo Kaiser hole. Das ist wirklich mein Transferziel Nummer 1 momentan. Jungs, das war gut.
Schön gemacht, gibt nicht viel zu sagen. Abgelehnt, die Ausleihe von Dibban, ja, wundert uns nicht. Leverkusen möchte den ja auch nicht abgeben. Warum kriegen wir eigentlich keine Meldung mit Ingo Kaiser? Haben wir da kein neues Angebot gemacht? Doch. Wer ist denn da noch interessiert? Nur wir weiterhin. Ey, Frankfurt, ne, geht bloß weg. Das war ja das Leihangebot, stimmt ja. Ich hoffe, da kriege ich jetzt auch langsam mal Antwort. Aber es bleibt im Prinzip dabei. Also links außen eher leihen. Kerim Metang, der hat ja auch gerade viele Angebote. St. Pauli möchte den sogar kaufen. Ah, der hat jetzt schon wirklich sehr viele Kontras, ne? Ist nicht professionell. Leistungsniveau, dritte Liga, muss konstanter werden. Spielintelligenz ist nicht da. Was haben wir noch in der U19? Also wir könnten theoretisch eigentlich spielen. Wir haben Stefan Block, aber der ist eher zentral. Wir hätten Martin Bruckner, aber der ist eher Stürmer. Tobias Dreier vielleicht, ja. Der könnte sogar spielen. Aber die Werte sind jetzt natürlich nicht so geil wie halt von einem Mats Köhler, das ist klar. Aber in den eigenen Reihen hätten wir zumindest noch mal ein bisschen was. Also Tobias Dreier, sehr wahrscheinlich, dass er dann halt aufrücken wird, wenn wir halt keinen Linksaußen bekommen. Auf der 10 sieht es dann natürlich echt schlecht aus, ne? Da haben wir dann wirklich gar nichts für die aktuelle Saison. Also Tobias Dreier könnte das noch so ein bisschen spielen, aber der hat nur eine gute Position. Tobias Schröck, sehr Stürmer, aber das spielt auch in der ersten schon ein bisschen. Dominik Doll ist dann schon wieder ein bisschen zu schwach. Ja, nee, also links außen könnten wir halt noch von der U19 her auffüllen. Aber Zehner ist halt wirklich enorm wichtig. Gibt's nicht irgendeinen, der hier noch kommen möchte, der sagt, ah, hier, ich bin aber sowas von verfügbar. Hajicek vielleicht von Bremen 2. Wäre teuer. Keine gute Determination, keine gute Persönlichkeit. Ich würde schon gerne mindestens eins davon haben, wenn der Spieler halt schon älter ist, wegen dem Tutoren. Also, es ist echt mager, was wir hier haben. An Zehnern. Die jetzt halt schon gut sind. Sag mal, Bremen, wollt ihr nicht einfach Johannes Wurz ausleihen und ihr bezahlt alles? Guck mal hier, wir können ja 10%. 10% zahlen wir euch. Sind wir auch mal dreist. Daniel Halfer, nee, der ist mir zu alt. Vor allem, weil sonst da auch nicht alles so geil aussah. Sinan Kurt, nee. Nee, nee. Oder Keuper hatten wir auch noch gesehen, der sah noch ganz interessant aus. Aber ich glaube, den wollen sie auch nicht verleihen. Regelrecht Angst vor wichtigen Spielen. Ja, das hat hier auch super, wenn er sich dann einscheißt. Und ist egoistisch, ja, ist ja ekelhaft. Also wenn wir es in dieser Folge jetzt noch schaffen, ich mache jetzt noch bis zum Pastor-Spiel, dann, also wenn wir es bis dahin schaffen, links außen und einen Zehner zu verpflichten, naja, dann bin ich ja sowas von happy, aber ich glaube, nichts von beim wird's. Scheiße, ich wollte so viel machen. Christian Rudolf ist jetzt Profi, 17 geworden. So, abgelehnt wurde das Leihangebot. Ja, komm, das ist halt so gut hier, dieses Angebot. Komm, nimmt das halt an. Nimmt das halt an, Jungs. Ich verstehe nicht, warum sie das ablehnen. Sie haben es halt vorher angenommen. Wieso, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Typen? Wollt ihr auch noch einen Vertrag haben? Nee? Warum denn? Könnt ihr mal bitte aufhören, alle immer rumzustänkern? Haben wir ein Angebot abgelehnt?
Aber wenn dann nicht gerade. Ist auch gar keiner interessiert, was. Was habt ihr denn alle? Ja, ich glaube, das wird aber nichts mehr, weil die auch alle lange brauchen zum Antworten, die Feine. Schrecklich. Rücknummern, ja, gut. Erik, Tommy, nee. Das wollte ich eigentlich gleich machen. In Ruhe. Das mache ich auch gleich in Ruhe. Ich werde es so machen, ich mache jetzt erstmal nur die Nummern so und ich werde es dann gleich nochmal richtig machen. Ja, also es wundert euch nicht, weil ich mache sowas gerne in Ruhe. Ich muss mir das nur kurz speichern. So. Weil das muss jetzt nicht sein, wenn wir das jetzt auch so fix machen wollen. Ich kann euch aber einen Screen reinhauen in die Kommentare, wenn euch das interessiert, wer jetzt welche Rücknummer hat. Nur ich mache es halt wirklich sehr gerne in Ruhe und nicht jetzt, wo wir auf Angebote warten, wobei ich keine Hoffnung mehr habe, muss ich sagen. Nee, wie mache ich denn das dann? Ich versuche es dann halt weiterhin mit den beiden Testspielen und nach dem Viktoria-Testspiel ist ja eigentlich eh dann schon Vorbereitung auf das erste Ligaspiel. Das, wie gesagt, mache ich selbst gleich immer offscreen. 1 Million bis 2,1, aber es ist schlecht. Eine Konstanz ist nicht gut. Siegeswille ist nicht vorhanden. Ist nur Regionalliga momentan. Mannschaftsdienlich ist auch nicht. Ist ja eh. Ja, Nedelef ist mir zu teuer. Dominik Strohengel auf einer 7er-Quote für den Torschützenkönig. Wurde abgelehnt. Und Ingo Kaiser auch. Wenn wir vielleicht vom Neuen starten? Ne, jetzt lehnen sie alle, einfach alles ab. Das ist natürlich auch geil. Aber wir haben ja gesagt, Erlös machen wir rein. Freundschaftsspiel machen wir rein. Rückkaufpreis können wir auch reinmachen für 8 Millionen. Ach, ey. Schrecklich. Können wir vielleicht, ist irgendjemand bei uns so renommiert, dass er was sagen kann zur Presse? Vielleicht können wir es ja mit Seguin machen, dass er halt in der Presse sagt, ja, der soll zu uns kommen. Interaktion, nee. Spieler schon auch nicht. Wie wär's denn mit Kai Bülow vielleicht? So als Kapitän, dass er sagt, oh, Brudi, komm her, hier gibt's halt lecker Keks oder so. Nee, kann man nicht wahr. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt sagen, dass er sich um Tommy kümmern soll? Ah, da macht er mit und kannst natürlich nicht lösen. Ah, ich habe so Bock auf einen geilen Kapitän, ne? Das ist halt echt so schlimm, wenn er halt einmal im FM so einen richtig geilen Kapitän hattest, was ich halt mit Sakai hatte, weil er hat halt Anführer als Personalität, also Leader, keine Ahnung, was auf Deutsch ist, immer ein Anführer. Und fuck, der hat mir halt jedes Problem gelöst, ohne Witz. Spieler unzufrieden, Sakai, mach mal, Brody, gelöst. Er hat Unzufriedenheit wegen Einsatzzeiten, Sakai, macht, kein Problem. Der Typ war so geil, Mann. Also mittlerweile ist er halt bei mir Jugendcoach, weil alt halt. Aber boah, das ist halt so geil, ist fast Cheating, ohne Witz. Das ist so geil, wenn du halt nur einen kleinen Button drücken musst. Und die Unzufriedenheit ist weg. Das ist so geil. Ich liebe das halt, wenn man einen guten Kapitän hat. Aber ist auch gut, dass es halt so selten ist eigentlich, ne? Weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu einfach. Weil wir sehen ja jetzt, ist schon für uns schwer. Und Bülow hat eigentlich gar nicht so schlechte Werte. Ha, na gut, ich sehe, es wird wohl nichts werden mit Ingo Kaiser. Auch mit keinem anderen anscheinend. Fahnenwache ist ein Profi. Tommy möchte Transferanfrage. Nee, nee. Am Arsch, nee. Geht mal weg, St. Pauli. Keiner mag euch. Und wenn wir euch 230 Millionen pro Monat zahlen? Ach, irgendwas müssen sie doch annehmen. Wie wär's mit 5 Millionen direkt? Selbst das nehmen sie nicht an. Ihr seid doch scheiße. Ich hasse euch. Kann ich vielleicht nochmal Interesse bekunden? Nee. Vielleicht, wenn ich eine Anfrage starte, ob da vielleicht was Interessantes bei rauskommt. Mühle ist endlich im Teamtraining, sehr wichtig für uns.
Ja, und wir haben Testspieltag, das heißt, wir sind am Ende dieser Folge. Es hat leider wieder nicht geklappt. Mann, das nervt mich. Es ist eine doofe Jagd momentan. Nach dem Zehner. Also links außen würde ich mich ja schon schier damit abfinden, dass wir dann halt den Tobias Dreier halt hochziehen. Aber wir brauchen unbedingt noch einen Zehner. Also da wird Robin Hack nicht reichen und Weich auch. Wir haben gesehen, Lutz Groß ist sogar leider zu jung. Ja, das wird schwer. Das wird richtig, richtig schwer. Ich werde es jetzt in der Offscreen-Zeit versuchen, dass ich Ingo Kaiser da nochmal herkriege. Dass ich da vielleicht irgendwas bewerkstelligen kann. Und ansonsten halt noch viel scouten und dann werde ich halt direkt nach dem Victoria-Spiel mit der neuen Folge beginnen und da halt versuchen, ein Spiel zu holen. Also wenn einer kommt, dann wird es nur Ingo Kaiser sein. Aber sonst werde ich höchstwahrscheinlich keinen Transfer ohne euch machen. Ach, ist natürlich sehr ärgerlich, dass es momentan nicht so klappt, wie wir wollen, aber gut, gehört nochmal dazu, ne? Auch Erik Tommy macht mir das Leben natürlich nicht gerade leicht. Weihrauch muss sein Gehalt auch noch einfach akzeptieren. Nicht, dass jetzt gleich sauer wird und dann auch keinen Bock mehr hat. Aber gut. Wird er schon machen. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Hoffentlich wird es dann ein bisschen besser laufen. Wir brauchen halt immer noch neue Spieler. Es ist mittlerweile schon echt sehr, sehr spät. Aber ich versuche es halt noch irgendwie hinzukriegen. Irgendwie. Wird schwer auf jeden Fall. Aber zufrieden bin ich momentan nicht. Aber die Testspiele waren gut, immerhin etwas. Also wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis zum, wann eigentlich? Dienstag. Bis dahin. Tschö.